In dieses Webinar reinzukommen. Ganz kurz ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Benny Heimberger. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Wenn man mich in echt sehen würde, ich sehe wesentlich jünger aus, macht aber nichts. Bin seit jetzt knapp 1,5 Jahren Unternehmer. Vielleicht noch mal ein paar Hintergründe zu mir. Ich habe wie jeder andere, ja, ich sage jetzt mal, den anfänglichst durchschnittlichsten Weg hinter mir, habe ganz normal meine Schule gemacht, habe mein Abitur geschrieben, habe danach Medizintechnik studiert, weil ich dachte, hey, das ist so eine richtig coole Branche der Zukunft. Es wird immer kranke Leute geben und die Technik dafür, wenn man die entwickeln kann, ist auch ziemlich nice, also coole Branche. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, hey, ich werde damit nicht zu 100% glücklich. War dann wieder an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich nicht wirklich wusste, was ich zu 100% machen kann, ja, was mir wirklich Spaß macht. Bin dann in den Informatikbereich reingegangen, habe dann als Fachinformatiker gearbeitet in einem Unternehmen für ganz normal 40 Stunden pro Woche. Und ja, das war anfangs sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und dann bin ich einfach an einen Punkt dran gekommen, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Es ist Day in, Day out, same Process, der gleiche Prozess. Du gehst morgens in die Arbeit rein, arbeitest 9 Stunden, gehst abends wieder raus, ja, und am nächsten Tag machst du genau das gleiche wieder. Wochenende hast du kurz frei und das machst du für circa 40 Jahre, okay? Und ich wusste nicht, was ich machen will in meinem Leben. Ich wusste nur eines. Ich will Erfolg. Ja, ich will Erfolg. Erfolg ist einfach was mich seit dem ich ein kleines Kind bin, schon sowas von verdammt interessiert. Ich wusste nur nie, wie stelle ich den Erfolg an. Ja? Letztes Jahr, im Juni, bin ich dann in den Bereich des Network Marketings reingekommen und ja, seitdem hat sich eigentlich mein komplettes Leben verändert. Ja? Ich habe eines gemacht. Ich habe Leute, die schon Erfolg haben, studiert. Ich habe gemacht, was sie gemacht haben. Ich mache es immer noch. Ja? Ich sage, was sie sagen. Und ich werde, das weiß ich jetzt ganz, ganz sicher, da gibt es Gesetze, das haben, was sie haben. Okay? Das bin ich ja, wie gesagt, das erste Mal dann in diesen Network-Marketing-Bereich reingekommen. Hatte da schon sehr, sehr großen Erfolg. Hatte dann nach 7 Monaten schon die Gelegenheit, meinen Job zu kündigen, weil ich mehr als das Doppelte im Nebenjob verdient habe als aktiv in der 40-Stunden-Woche, also in dem Network Marketing. Und vor 3 Monaten knapp habe ich dieses One Concept kennenlernen dürfen und das hat mein Leben nochmal weiter verändert. Kurz vorweg, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich zeitlich und finanziell frei bin. Das heißt, ich habe keinen Chef mehr, ich habe keine feste Arbeitszeit mehr. Ich kann machen, was ich will, den ganzen Tag. Ja, ich lebe wirklich mein Leben so, wie ich darauf Lust habe. Und das Coolste ist, ich arbeite mit meinen besten Freunden zusammen und ziehe mit denen ein Business hoch. Ich denke, jeder Einzelne wurde jetzt heute Abend von einem Freund oder von einer Freundin in dieses Webinar eingeladen. Und diese Leute haben euch jetzt nicht eingeladen, um euch irgendwas zu verkaufen, ja, um euch irgendwas anzudrehen, sondern sie haben euch heute eingeladen, weil dieses One Concept vielleicht ihr Leben schon komplett verändern kann oder hat, ja, oder verändern wird. Und deswegen gebe ich euch einen ganz, 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 ganz guten Tipp. Das ist auch von einem meiner, ja, Lieblings, successful people. Ich sage jetzt mal, ja, Richard Branson, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Der sagt, wenn dir jemand eine Gelegenheit bietet, schau sie dir ganz genau an, versuch sie zu verstehen, entscheide dann, es könnte die Möglichkeit deines Lebens sein. Und deswegen die nächsten 20, 25 Minuten gut aufpassen. Here we go. So, in das One Concept gehen wir mal rein. Was gehen wir jetzt die nächsten paar Minuten durch? Heute Abend geht es um OneCoin. Und wir werden gucken, was ist denn dieses OneCoin? Wer steckt dahinter? Ist das Ganze legal? Für mich sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ich ein Business mache. Ist das real? Wie kann ich davon profitieren? Ist das einfach? Kann ich das auch? Und Punkt 7, der Bonusplan, der Vergütungsplan. Was passiert, wenn ich über das Ganze spreche? Gehen wir doch mal direkt rein. Was ist denn dieses OneCoin überhaupt? Da ist ein so ein Wort drin und dieses Coin. Ja? Und OneCoin ist eine neue Kryptowährung, also ein Zahlungsmittel in digitaler Form, welches auf einem mathematischen Algorithmus basiert. Das heißt, eine Online-Währung. Ich denke, jeder stimmt mir zu, das Internet ist die Zukunft und für das Internet eine eigene Währung zu haben, ist schon sehr, 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 sehr genial. Und OneCoin ist nicht die erste Kryptowährung, die Erfolg hat, ja, beziehungsweise die sich jetzt gerade auf dem Weg befindet, die erfolgreichste der Welt zu werden, sondern diese Idee entstand aus dem Mega-Erfolg von Bitcoin. Und Bitcoin wird jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff sein. Bei mir ist das so abgelaufen vor 3 Monaten. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Kumpel. Er hat zu mir gesagt, hey, pass mal auf, kennst du dieses Bitcoin? Ich sage so, ja, er sagt mir was. Kurzer Info, was ich für Informationen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, es ist eine Online-Währung. Und das Zweite, was ich wusste, ist,
Hätte ich 2009 circa 30 Euro in Bitcoin investiert, hätte ich 2013 eine knappe Million gehabt. Das wusste ich, das waren meine Informationen von Bitcoin. Und als er mir dann gesagt hat, hey, pass auf, wir haben eine zweite Chance, war ich direkt sehr, sehr hellhörig interessiert und habe mir das Ganze angeschaut. OneCoin ist keine bereits hergestellte Währung. Mitglieder von OneCoin werden diese Währung erschaffen, sodass der Profit auch unter den Leuten bleiben, die dieses Mining betreiben. Ja, Mining ist immer der Herstellungsprozess. OneCoin wird zukünftig an einer öffentlichen Börse gehandelt werden. Hinter dem Ganzen steckt noch ein fairer und hochlukrativer Compensation Plan, also Vergütungsplan. Und ich habe es vorher kurz erwähnt, OneCoin ist gerade auf dem Weg, die größte und erfolgreichste Kryptowährung der Welt zu werden. Aktueller Stand, das ist jetzt sogar nicht mehr aktuell, am 27.09. waren es noch 592.000, jetzt sind es über 600.000 Konten, die in dem Ganzen schon eröffnet wurden. Nach 6 Monaten wurde schon über 1 Milliarde Umsatz kreiert, hat über 330 Einkommensmillionäre schon rausgebracht und erst 16% der Gesamtwährung ist erst hergestellt. Gerade mal 7.000 bis 8.000 registrierte Personen in Deutschland. Das heißt, Timing is everything in Business und hier ist das Timing perfekt gerade für uns Deutsche, weil hier ist das verdammt, verdammt unbekannt. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn überhaupt so ein Algorithmus, ja? Bevor wir das anschauen, wollte ich euch noch ein kurzes Video zeigen, und zwar vom ersten OneCoin-Event, vom ersten OneCoin-Offline-Event. Im Mai war das Ganze und dort waren schon über 3000 Personen anwesend. Auch hier wieder 98% im asiatischen oder vom aus asiatischen Raum. Dass man einfach mal sieht, was ein kleiner Vorgeschmack, 1 Minuten 40 Video, bis gleich. Kleiner Vorgeschmack, was da weltweit schon abgeht. Und jetzt gehen wir mal direkt rein. Was ist denn überhaupt so ein Algorithmus, der hinter so einer Kryptowährung steht? Ein Algorithmus ist nichts anderes als ein Verfahren zur Berechnung von einer Zahl. So ein Algorithmus von einer Kryptowährung hat eine fest fixierte Anzahl von Lösungsmöglichkeiten, also in Anführungszeichen Coins. Und der Algorithmus von OneCoin lässt genau 2,1 Milliarden dieser Möglichkeiten zu. Und was so ein Algorithmus in einem einfachen Beispiel erklärt ist, sehen wir hier unten. Und zwar, wie kann ich denn die Zahl 5 in einem Additionsverfahren berechnen? Wie viele Möglichkeiten habe ich da? Ganz genau 3, nämlich 3 plus 2, 4 plus 1 und 5 plus 0. Wenn das mein Algorithmus meiner Kryptowährung wäre, könnte ich genau 3, was auch immer, Coins herstellen. Bei Bitcoin war das so, 21 Millionen dieser herstellbaren Coins. Bei OneCoin, wie gesagt, 2,1 Milliarden. Und wir reden hier von einer Währung. Und wenn man mal überlegt, eine Währung, die einen fest definierten Endwert hat, in unserem heutigen Zeitalter,
wo Inflation an der Tagesordnung steht. Ja, was macht denn die EZB und die Federal Reserve, wenn die Geld brauchen? Ihre Maschinen gehen an und es wird gedruckt. Das heißt, das Geld, was wir besitzen, wird tagtäglich und im Umlauf sind, ist Ende Gelände, mehr gibt es nicht. So, gehen wir mal rein in dieses Bitcoin-Mining oder diesen Begriff Bitcoin, dass ihr das noch ein bisschen besser versteht. Da können wir sehen, was da passiert ist. 2009 hat das Ganze gestartet und sah ungefähr so aus, wie hier auf der linken Seite zu sehen ist. Man hat seinen eigenen PC genommen, hat dort eine sogenannte Bitcoin-Mining-Software installiert, um diese Algorithmen zu berechnen. Das ging mit einer guten Grafikkarte relativ fix damals. Innerhalb von wenigen Minuten hattest du eine so eine Lösungsmöglichkeit gefunden, hattest somit einen fertigen Coin und warst dann nicht in der Lage, den Coin zu benutzen. Das war genau das Problem in den ersten 2 Jahren. Bitcoin war schön und gut. Ja, das Problem war, man konnte es eigentlich nirgends benutzen. Ja, das wäre wie der Euro, wir besitzen sehr, sehr, sehr viel Euro, aber wir können nirgends damit bezahlen, weil niemand den Euro als Zahlungsmethode oder ja, als Zahlungswährung akzeptiert. Und das war so in den ersten 2 Jahren, hat sich dann aber relativ zackig geändert, wie man hier sieht. Es ist mehr Nachfrage entstanden und der Preis ist immer weiter gestiegen. Und ja, jetzt schauen wir doch mal auch noch ein ganz, ganz kurzes Video an über Bitcoin, dass man da auch noch mal eine kleine Grundinformation hat. Das Video geht auch noch mal 1,40. Einfach um die Bitcoin-Infos noch mal ganz kurz rüberzubringen. Also die Weltwirtschaft ist derzeit ein bisschen festgefahren und mit den Banken läuft es nicht so gut. Falsche Investitionen, Insolvenz und Inflation, ja, it sucks. Durch unser Geld sind wir von solchen Institutionen abhängig. Oder nicht? Boom! Introducing Bitcoins. Bitcoin ist eine dezentralisierte digitale Währung. Das bedeutet ganz einfach, es braucht keine Banken, keine Regierungen, keine Grenzen. Bitcoin und das Bitcoin-Netzwerk bestehen einzig und allein aus Menschen, die Bitcoin verwenden. Cool, oder? Und so funktioniert's. Legen Sie sich ein digitales Bitcoin-Portemonnaie an, mithilfe einer Software oder einer mobilen App, und besorgen Sie sich die ersten Bitcoins. Das können Sie auf zwei verschiedene Arten tun. Sie kaufen Bitcoins entweder auf einer anbietenden Webseite oder jemand bezahlt sie mit Bitcoins. Aber da ist noch etwas. Da das Bezahlen mit Bitcoins keine Banken zur Verwaltung benötigt, können Transaktionen ganz einfach zwischen zwei Personen mit einer geringen Gebühr stattfinden. Und da alles online geschieht, können Transaktionen geprüft, beglaubigt und abgeschlossen werden in nur wenigen Minuten. Cool. Das Beste ist allerdings, dass es keine Inflation gibt. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins in der Welt und dieser Betrag kann nicht verändert werden. Der Markt bestimmt den Wert von Bitcoins und für die letzten Monate hielt sich dieser bei über 100 Dollar. Auch wenn Bitcoin eine neue Erscheinung ist, akzeptieren stetig mehr und mehr Betriebe. Bezahlmethode wollte er noch sagen, ja? So, jetzt schauen wir mal weiter, was dann passiert ist. Der Preis ist gestiegen, ja? Plötzlich waren die ersten Online-Stores da, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte und plötzlich, ja klar, der Wert ist gestiegen auf 35 Dollar und man muss sich das so vorstellen, du bist so ein kleiner Informatik-Nerd gewesen oder bist immer noch, ja, bis 2009 in einem Keller gesessen, hast dieses Bitcoin-Mining betrieben, hattest Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende dieser Coins und plötzlich wird einer dieser Dinger 35 Dollar wert. Was verdammt nochmal passiert mit deinem Leben. Und genau das ist passiert. Die ersten Bitcoin-Millionäre sind entstanden. Diese wiederum haben noch mehr Leute angezogen, angelockt quasi für Bitcoin, die wiederum weiter in das Ganze investiert haben. Das Ganze ist gestiegen, 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 gestiegen. Und mittlerweile ist Bitcoin in über 100.000 Akzeptanzstellen weltweit präsent. Das heißt, dort kann ich es als Zahlungsmethode nutzen. Ja, das Ganze ging so weit, bis 2013 ein Kurs erreicht war von 1.203 Dollar, also von 4 oder 5 Cent ist der Coin gestiegen auf 1.203 Dollar und das ist wirklich verdammt heftig. So, jetzt rückwirkend haben wir ja dieses Wissen, was 2009 passiert ist. Jeder, denke ich, hätte mit dem jetzigen Wissen circa 20 oder bis 100 Euro 2009 investiert, wenn man gewusst hätte, was jetzt dabei rauskommt. Da kann man sich ja denken, hey, dann mache ich ja jetzt einfach immer noch meine eigenen Bitcoins, geht ja immer noch, kann ich ja immer noch davon profitieren. Ja, ist eben nicht so. Weil, wie man auf dem rechten Bild sieht, für die Leute, die jetzt im Tele per Telefon drin sind, kann ich es euch auch erklären. Das Bild sieht aus wie ein Rechenzentrum. Dort sind tausende PCs auf einmal ja, reingestellt
Und so sieht dieses Mining heute aus, weil die Herstellungsprozesse und der Aufwand immer, immer heftiger wird, diese Währung herzustellen. Ja, und dass man das versteht, hier auch nochmal eine kleine Grafik. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto höher der Preis. Und dazu kann ich euch auch ein kurzes, kleines Beispiel geben. Ich rede immer ganz gerne in Bildern, in Metaphern. Kryptowährung könnt ihr euch so vorstellen. Stellt euch vor, es ist eine Goldmine. Ja? Und diese Goldmine, die findet ihr als allerallererstes. Die ersten Personen, die in diese Mine reingehen dürfen. Nach 20 oder 30 Zentimetern, nachdem ich schon in der Mine drin bin, sehe ich schon das erste Gold. Rechts, links, oben, unten, überall Gold. Ich muss es quasi nur noch abbrechen und raustragen, förmlich. Ja? Am Anfang geht es sehr schnell, Gold zu finden, sehr schnell das Gold abzubauen. Aber wenn ich mit meinem Gold aus der Mine da rauslaufe und andere Leute sehen, hey, da drin gibt es was zu holen, was machen die? Gehen natürlich rein, holen sich mehr Gold raus. Und genau so ist es einfach, ist es nicht unbegrenzt Gold in dieser Mine drin. Das heißt, je mehr Leute schon drin waren und Gold rausgeholt haben, desto schwieriger, desto teurer wird es dort noch was zu finden. Und genau dieses Beispiel könnt ihr benutzen auf die Kryptowährung. Könnt ihr das zuschneiden am Anfang? Sehr, sehr leicht, sehr, sehr einfach. Gegen Mitte, gegen Ende immer schwerer, immer teurer. Heißt, die Leute, die früh am Start sind, früh dabei sind, haben im Endeffekt die besten Karten und das ist bei uns hier absolut der Fall gerade. 2010 ist dann noch was Lustiges passiert, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Da gab es dann einen Typen, der hat ein bisschen leichtsinnig mit seinen Bitcoins umhergeworfen, hat einen Internetforeneintrag gemacht und da reingeschrieben, hey, wenn mir jemand eine Pizza liefert, dann bekommt er dafür 10.000 dieser Bitcoins, ja, dieser Münzen. Typ hat sich gemeldet, ist dorthin gefahren, hat ihm die Pizza gebracht, hat 10.000 Bitcoins bekommen. Und ja, der Typ, der die Pizza hatte, war dann erstmal sehr, sehr glücklich. Spätestens 2013 war er, glaube ich, nicht mehr so glücklich, weil diese Pizza wäre zu Spitzenzeiten 12,2 Millionen Dollar wert gewesen. Ja? So viel dazu zu diesem Thema Bitcoin. Aber wir sind jetzt ja nicht in diesem Webinar wegen Bitcoin, sondern wegen the second chance, der zweiten Chance. Und da gibt es eine Dame. Die hat eines verstanden. Erstens, das Internet ist die Zukunft. Zweitens, Bitcoin ist die Zukunft oder digitale Währung ist die Zukunft. Alles wird digitalisiert. Ja, alles findet fast nur noch im Internet oder online statt. Wieso sollten digitale Währungen nicht weiter gepusht werden? Sie nennt sich Dr. Ruja Ignatova, ist in Bulgarien geboren, in Sofia und ist eine sehr, 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 sehr intelligente Dame. Hat in Oxford Jura studiert, hat dann Wirtschaft noch in Deutschland Konstanz studiert, spricht, glaube ich, 5 bis 6 Sprachen fließend, war dann in einem riesig, riesig großen Unternehmen tätig, und zwar McKinsey und Partner. Diese Leute, die überhaupt reinkommen in dieses Unternehmen, haben lebenslang gute Karten, um weiterhin sehr, sehr krass in allen möglichen Bereichen akzeptiert zu werden. Hatte Projekte mit der Deutschen Bank in Frankfurt am Laufen, verschiedenen anderen Dienstleistern wie der Allianz UniCredit, der Raiffeisenbank und so weiter, hat im Alter von zarten 20 Jahren im Asset Management eine Viertelmilliarde verwaltet und das ist wirklich verdammt, verdammt heftig. Deswegen Hut ab von dem, was sie geleistet hat. Und sie hat eine Macke, sag ich mal, sie liebt Kryptowährung. Ja? Und deswegen hat sie sich auch dieses Thema ganz, ganz, ganz genau angeschaut und hat viele Kryptowährungen, die es auf dem Markt gibt, analysiert. Es gibt sehr, sehr viele, allerdings 99% dieser Währungen sind von Hobbyprogrammierern ins Leben gerufen und sind vielleicht so 0,00001 Cent wert, also eigentlich überhaupt gar nichts. So, was sie jetzt gemacht hat, sie hat alle Vorteile genommen, der guten, also der Kryptowährung, alle Nachteile genommen, hat sie negiert und hat ihre eigene Kryptowährung gemacht, und zwar den OneCoin. The One Concept. Und jetzt sind wir beim Thema. Dieses One Concept ist besser. Es ist eine Verbesserung. Ja? In den meisten Fällen sind Verbesserungen besser als der Vorgänger. Zweitens ist es mehr für die Allgemeinheit. Mehrere Leute können das nutzen und deswegen schlägt das ja auch gerade ein wie eine Bombe. Warum ist jetzt dieser OneCoin, den sie entwickelt hat, besser als der Bitcoin? Erstens, weiterentwickelter und sicherer Algorithmus. Das heißt, nicht 21 Millionen, sondern 2,1 Milliarden dieser Coins können hergestellt werden. OneCoin kann nicht verwendet werden für irgendwelche illegalen Aktivitäten. Das war bei Bitcoin sehr, 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 sehr stark der Fall. Ganz einfach,
bei Bitcoin völlig anonym ist, ganz, ganz klar. Keiner weiß, wann, wo, wie viel Geld du an irgendwen überweist. Und das finden Leute einfach auch sehr, sehr genial, einfach diese Anonymität zu haben. Und ja, hinter dem OneCoin steckt noch Echtgold, der ist noch gekoppelt mit dem Aurum Goldcoin. Als ich das Ganze verstanden habe, da dachte ich, okay, jetzt wird's serious. OneCoin, ja, hat jetzt quasi, oder alle Konten werden zukünftig mit einer Mastercard verknüpft, sodass man ein internationales Zahlungsmittel hat. Das heißt, übersetzt heißt das nichts anderes wie: Bitcoin hat 100.000 Zahlungsstellen weltweit nach 6 Jahren. OneCoin wird 36 Millionen haben. Ja, weil es so krass klingt, nochmal wiederholt, 36 Millionen. Das heißt, überall auf der Welt, wo du mit einer Mastercard zahlen kannst, wirst du in der Lage sein, mit OneCoin zu bezahlen. Okay? OneCoin befindet sich im Frühstadium und ist somit für Investoren sehr, 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 sehr interessant. Ja, und diese Präsentation ist jetzt ja nicht mal eine Woche, nicht mal eine einzige Woche alt. Und dort ist eines trotzdem passiert in dieser Zeit. Der OneCoin-Preis ist innerhalb von 9 Monaten von wenigen Cent auf über 2,45 Euro gestiegen. Ja, 2,45 Euro. Der Bitcoin hat 2 Jahre gebraucht, um überhaupt mal auf $1 zu kommen. Und wir sind jetzt nach 9 Monaten auf 2,45 Euro. Und das ist so, 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 so heftig und so extrem. Was das zum Beispiel schon für mich bedeutet hat durch diese Wertsteigerung, kann ich euch später noch erzählen. So, ich werde jetzt dann gleich anfangen, von sehr, sehr großen Zahlen zu reden. Ganz einfach, weil es hier der Fall ist. Davor schauen wir nochmal ganz kurz, ist das Ganze legal? Ja, es ist legal, sonst hätte Breidenbach Rechtsanwälte, das ist eine Kanzlei in München, das nicht geprüft. Die haben geguckt, hey, in welchen Ländern trifft das Ganze zu, in welchen Ländern ist das legal? Und OneCoin ist jetzt geöffnet in 184 Ländern weltweit, kannst du dieses Business betreiben. Zusätzliches Gutachten haben wir noch von Schulenberg und Schenk, das ist auch eine sehr, sehr renommierte Anwaltskanzlei aus München. Und die hat auch gesagt, hey, das Ganze ist komplett sauber, komplett legal, you can do it. So, jetzt schauen wir mal direkt drauf, wie kann ich denn hier starten? Jetzt habt ihr die Vorinformation, worum es überhaupt geht bei so einer Kryptowährung, wie das Ganze ausgesehen hat. Und jetzt gehen wir ins Eingemachte, wie funktioniert es, wie starte ich, wie mache ich hier Money? Und zwar erstens die One Academy. Was ist denn diese One Academy? Die One Academy ist was die Ruya eingeführt hat, weil sie eines verstanden hat, die wenigsten Leute haben Ahnung im Trading-Investment-Bereich und die wenigsten Leute haben Ahnung von kryptischer Währung oder dem Handel mit kryptischer Währung. Und genau deswegen hat sie diese One Academy rausgebracht. Und diese One Academy bringt uns bei, wie man mit Kryptowährung handelt. Hol dir die Skills, die du brauchst in Form von interaktiven Materialien, wie zum Beispiel Videos, Präsentationen und geilen Online-Quizzes. Das Ganze ist unterteilt in 6 unterschiedliche Schulungspakete, da werden wir auch gleich einen Blick drauf werfen. Und jedes dieser Pakete, das enthält sogenannte Free Tokens. Und was das ist, schauen wir jetzt gleich mal drauf. Zuerst schauen wir noch kurz, was ist denn überhaupt hier möglich, mit was kann ich da starten. Jeder kann sich bei OneCoin kostenlos anmelden, hat dann sozusagen einen 10-Tage-Trial, wo du dann ausprobieren kannst, wie das ganze Backoffice und so weiter funktioniert. Und danach solltest du dich dann für eines der Schulungspakete entscheiden. Das kleinste Paket startet schon mit 100 Euro. Hier gibt es keine Autoship oder sowas, sondern du tätigst halt einmal deine Investition und bist dann Besitzer dieses Schulungspakets. Ja, geht hoch bis 12.500 Euro. Das ist das höchste Paket. Ich persönlich bin stolzer Besitzer eines Tycoon Trader Pakets, also eines 5.000 Euro Pakets. Genau wie einige Leute oder sehr, sehr viele Leute aus meinem Netzwerk, die das Ganze ernst als Business betreiben wollen. So, diese Schulungspakete, wie gesagt, haben unterschiedliche Zugänge zu dieser One Academy und wie ich schon erwähnt habe, haben sie diese One Tokens enthalten. Und was ist denn jetzt so ein One Token? Ein One Token ist nichts anderes wie ein Schürfrecht. Ja, das ist quasi die Berechtigung, um One Coins herstellen zu dürfen. Nichts anderes. Wir brauchen ja keine Hardware hier bei OneCoin, um das für uns herstellen zu können, sondern wir geben lediglich den Auftrag, indem wir diese Tokens in fertige OneCoins
tauschen. Und wenn du jetzt diese Begriffe hier verstehst, dann hast du den ersten Teil des Businesses sehr, sehr gut verstanden. Der zweite Begriff, den man verstehen muss, ist Split. Ja? Was ist denn jetzt so ein Split? Ein Split ist nichts anderes wie die Verdopplung der Tokenanzahl in unterschiedlichen Abständen plus Halbierung des Tokenpreises. Ja? Dass man das versteht, auch wieder ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Gehen wir mal davon aus, der Alan, der jetzt hier in dem Webinar drin ist, hat 1995 Apple-Aktien gekauft. Ja? Er hat sich damals eine einzige Apple-Aktie gekauft, die damals 10 Euro gekostet hat. Natürlich jetzt alle Sachen, die ich sage, völlig frei erfunden und völlig fiktive Werte. 10 Euro hat seine Aktie damals gekostet und ja, er hat sich eine davon gegönnt und plötzlich ist Apple ein sehr, sehr aufstrebendes Unternehmen geworden. Mehr und mehr Leute in Apple investiert. Was ist mit dem Alan seiner Aktie passiert? Nichts anderes, sie ist gestiegen. Und plötzlich ist es halt so, dass 2015 dem Alan seine Aktie nicht mehr 10 Euro kostet, sondern 1000 Euro kostet. Und jetzt müssen wir uns überlegen, für wen ist das cool? Für den Alan ist es cool, weil er hat ja 1995, war er ja zur richtigen Zeit beim richtigen Ort mit dem richtigen Unternehmen. Aber wenn ich jetzt sage, hey shit, ich würde 2015 gerne in Apple investieren, ja, was dann? Dann frage ich den Alan, hey Alan, was kostet eine so eine Aktie? Er sagt mir 1000 Euro. Dann sage ich, hey, vergiss es. Ich will nur eine einzige, aber nee, ich zahle keine 1000 Euro für eine so eine blöde Aktie. Never. Und das verstehen Unternehmen auch. Und dass dieser Einzelpreis der Aktie nicht zu hoch wird, machen Unternehmen, nicht nur OneCoin, sondern eigentlich jedes Unternehmen, das an der Börse ist, in regelmäßigen Abständen so ein Split. Das heißt jetzt nichts anderes, aus dem Alan seiner einen 1000 Euro Aktie werden zwei 500 Euro Aktien, die aber im Einzelwert auch wieder auf 1000 gehen können. Pretty explained. Und genau das gleiche ist bei den Tokens auch. Stellt euch so vor, dieser Token startet im Schulungspaket zu einem Preis von 10 Cent, kann maximal bis auf 24 Cent steigen. Sobald das passiert ist, passiert der Split. Das heißt, meine Tokenanzahl wird verdoppelt und der Preis wird wieder resettet zu der Hälfte. Super, einfach erklärt. So, letzter Begriff, den man verstehen muss, ist der Mining-Faktor. Und das heißt nichts anderes, wie viele dieser Tokens muss ich eintauschen, um einen fertigen OneCoin zu bekommen. Aktuell ist der Mining-Faktor bei 25 zu 1. Ja, diese Präsentation ist nicht mehr ganz aktuell. 25 dieser Tokens muss ich jetzt hergeben, um einen fertigen OneCoin zu bekommen. Eigentlich könnt ihr diese Anzahl der Tokens, die in dem Paket ist, immer mal 10 nehmen. Also 100 Euro, in dem 100-Euro-Paket sind 1000 dieser Tokens. Jetzt schauen wir mal, was das bedeutet. Ich habe euch jetzt hier eine Tabelle und auf dieser Tabelle seht ihr jetzt, was passiert, wenn ich mir jetzt so ein Paket kaufe und wenn dementsprechend die Wertsteigerung kommt. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal durch an einem Beispiel von diesem 100-Euro-Paket. Dort sehe ich, in diesem 100-Euro-Paket sind 1000 dieser Schürfrechte enthalten. Nach einem Split. Split bedeutet Verdoppelung. Sind es jetzt nicht mehr 1000, sondern 3000. 25 ist jetzt aktuell. Wir machen es anhand von dem Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal das, sonst verwirrt euch das. 20 dieser Tokens muss ich eintauschen, um einen fertigen OneCoin zu bekommen. Das heißt, ich bekomme daraus 100 fertige OneCoins. Und hier an der Seite sehe ich jetzt Schwellenwerte. Was passiert mit meiner Investition quasi, wenn ich fertige OneCoins besitze und der Coinpreis zum Beispiel auf 3 Euro steigt? Das heißt, ich habe aus meinen 100 Euro 300 Euro gemacht. Ganz, ganz einfach erklärt. Bei dem 100er-Paket ist es jetzt nicht so spannend. Bei einem 500er ist es vielleicht schon ein bisschen interessanter. Bei einem ja, Tausender auch. Am interessantesten persönlich finde ich diese zwei dort hinten ganz einfach, weil hier gibt es zwei Splits und als ich das gesehen habe vor 3 Monaten, da dachte ich mir, okay, stopp. Wenn das wirklich stimmt, dass ich aus 5.000 Euro 36.000 Euro machen kann, ja dann, here we go. Wollte dann mit einem Kumpel zusammen mit 10.000 Euro starten, wir hatten das so ausgemacht, ich baue das Network auf, er liefert das Startkapital, er geht zur Bank, stellt fest, hey, genau eine Woche bevor wir von dem erfahren haben, hat er sein Geld fest angelegt auf irgendeinem Konto von seinen Eltern, ist nicht mehr rangekommen, boom, ich musste mit 100 Euro starten, schade, schade, schade. Das ist als kurze persönliche Erfahrung. So,
Schauen wir mal, warum das hier so heftig ist. In diesem 5.000-Euro-Paket habe ich 60.000 dieser Schürfrechte. Diese verdoppeln sich nach dem ersten Split auf 120, diese verdoppeln sich nach dem zweiten Split auf 240. Beispiel muss ich eintauschen, um einen fertigen OneCoin zu bekommen. Das heißt, ich hätte 12.000 fertige OneCoins und wenn 12.000 OneCoins 3 Euro wert wären, sind das 36k. So, immer noch sehr, sehr interessant hier. Jetzt schauen wir aber mal weiter, wenn wir hier ein bisschen Long-Term denken. Der Preis wird ja weiter steigen. Und wenn man hier ein bisschen weiter runter guckt und sieht, hey, shit, bei 100 Euro sieht das so aus, dann ist das Ganze schon verdammt heftig. Gut, das war Teil 1. Das heißt, ich wiederhole das jetzt nochmal in einem einzigen Satz. Schritt 1, such dir ein Schulungspaket aus, was für dich Sinn ergibt. Lass einen Split passieren, schicke diese Tokens danach ins Mining, also melde sie an zur Herstellung, besitze deine fertigen OneCoins und warte, bis das Ganze mehr wert wird oder warte ab sofort dann, bis die OneCoins als Bezahlmethode verwendet werden können. Jetzt kommt Schritt 2. Da wir bei dem Ganzen am Anfang sind, komplett am Anfang sind und OneCoin eines verstanden hat, wenn Sie ein geniales Produkt haben, brauchen Sie auch einen genialen Vertrieb. Und nichts bietet sich mehr an als in unserer heutigen, ja, in unserem heutigen Zeitalter, wo alles online ist, wo alles eh schon über, ja, bei 80 oder 90% auf Mundpropagandabasis basiert, natürlich dann ins Network Marketing zu gehen. Die Leute, die jetzt nicht gehört haben oder nicht verstehen, was Network Marketing ist, Network Marketing ist eine Branche, die betreibt jeder Einzelne, der jetzt in diesem Webinar ist, bereits sein ganzes Leben, nur die meisten machen es umsonst. Das heißt nichts anderes wie Weiterempfehlung. Wenn mir etwas gefällt, dann spreche ich darüber. Ja oder ja, verdammt. Das heißt, wenn ich in einem Kinofilm war und der gut ist, ich erzähle jemand davon. Frauen erzählen ihren Freundinnen von irgendeinem Mascara, der beim Wein nicht verschmiert und da, bla bla bla. Dieses ganze Ding ist quasi dieser Weiterempfehlungsprozess. Im Kindergarten fängt es schon an, wenn du in dem Sandkasten drin hockst und dann deinem kleinen Kumpel, der neben dir hockt, einen Sandkuchen empfiehlst, den er dann frisst. Das ist Weiterempfehlung. Das machen wir unser ganzes Leben schon und deswegen gibt es diesen Bonusplan. Und das Ganze sieht so aus, ist unterteilt in ein paar, such dir ein, ja, in ein paar Boni. Und zwar, erster Bonus ist der sogenannte Direct Sales Bonus. Das heißt, alles, was ich persönlich empfehle, darauf bekomme ich 10%. Wenn ich jetzt einen Kumpel habe, dem ich das Ganze weitererzählen möchte und mein Kumpel startet zum Beispiel jetzt mit diesem 3.000-Euro-Paket, dann bekomme ich sofort 300 Euro dafür, also 10% für das, dass ich ihm davon erzählt habe. Das ist sehr, sehr geil. In den ersten 30 Tagen, wenn du da über 5.500 Euro Umsatz machst, verdoppelt sich das Ganze. Das heißt, dein Direct Sales Bonus ist nochmal doppelt so hoch. Zweiter Bonus, Network Bonus. Und zwar, dieses Network sieht ungefähr so aus. Ich mache jetzt hier mal das Whiteboard auf und zeige euch mal meine Zeichenkünste. Und zwar, das Ganze ist ein binäres System. Ich habe hier ein linkes Team, ein rechtes Team und habe zwei Positionen zu vergeben. Einmal auf dieser Seite, einmal auf dieser Seite. Und diese Leute haben jeweils auch wieder ein linkes und ein rechtes Bein. Und so baue ich quasi meine Network-Marketing-Struktur auf. Ganz, ganz wichtig zu verstehen, ich muss dieses Network-Marketing nicht betreiben, um hier Geld verdienen zu können. Was heißt jetzt dieser Network-Bonus? Der Network-Bonus heißt nichts anderes. 10% auf mein schwächeres Bein einmal pro Woche. Das heißt, alle Umsätze, die in diesen, von diesen Leuten gemacht wird, werden in deinem Team, ja auch vom Viereck, die werden zusammen addiert. Einmal pro Woche wird alles zusammengerechnet. Das heißt, gehen wir davon aus, dieses Team hat jetzt 5.000 Euro Umsatz gemacht. Und das andere Team hat ja, 5.100 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, dieses hier in dem Fall ist mein schwächeres Bein und darauf bekomme ich jetzt 10%, nämlich 500 Euro. Okay? Wunderschön gezeichnet habe ich das. Und das ist quasi dann jede Woche so. Wir werden hier wöchentlich ausbezahlt. Nächster Bonus ist der Matching-Bonus und den Matching-Bonus, den liebe ich. Ein Network Marketing ist kein Solo-Player-Konzept. Das heißt, wer kein Teamplayer ist, braucht sich im Network Marketing eigentlich überhaupt gar nicht ja, in Anführungszeichen bewerben, weil hier wird das nichts. Hier ist es wirklich so: One Team, One Dream, One Big Family. Wir helfen hier, uns gegeneinander oder miteinander richtig massiven Erfolg zu haben.
Und das ist das Geile, durch den Matching-Bonus werden wir auch noch belohnt, wenn wir unseren Partnern, die wir hier ins Geschäft bringen, zu helfen, hier schnellstmöglich Geld zu verdienen. Und der Matching-Bonus heißt jetzt nichts anderes. Ich bekomme bis zu 25% auf das, was meine persönlichen gesponserten Partner und deren persönlich gesponserten Partner und deren und deren und deren persönlich gesponserten Partnern pro Woche verdienen. Ja? Kurzes Beispiel. Alle Leute, die ich persönlich sponsere, sind meine erste Generation. Alle Leute, die diese sponsern, meine zweite, die diese sponsern, meine dritte, die diese sponsern, meine vierte. Und in dieser vierten Generation werden zukünftig am allermeisten Leute stehen. Und dort bekomme ich den fettesten Matching-Bonus drauf, nämlich 25%, was diese Leute über dieses Network-Bonus-Ding verdienen. Also verdammt heftig. Kurze, kleine. Ja, kleines Beispiel, meine Upline, zum Beispiel ein Toni Federspiel oder ein Ralf Paulig oder ein Gunter Triebel heißt der Herr, beziehungsweise ein Thomas, der hat das jetzt auch schon geschafft. Die haben Matching Boni, Achtung, hohe Zahl incoming, in Höhe von circa 18.000 bis 25.000 Euro pro Woche. Ja, ich wiederhole es nochmal, weil es so heftig ist, pro Woche. Das Ganze ist wirklich so verdammt extrem hoch. Gut, für die Leute, die sagen, hey, ich würde gerne karriereorientiert sein, hier sehe ich die einzelnen Ränge, die hier möglich sind bei OneCoin. Da gehe ich jetzt gar nicht so genau drauf ein. Hier sieht man selber, was möglich ist. Ansonsten schauen wir mal, wo steht der OneCoin in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten. Und ja, diese Folie ist vom März 2015. Und dort hat OneCoin gesagt, hey, wenn das so läuft wie jetzt, dann sind wir Ende des Jahres auf einem Coinpreis von 2,50 Euro. Wir haben jetzt September, beziehungsweise Oktober, beziehungsweise im September war der Preis aber schon auf 2,45 Euro. Das heißt, da wird Ende des Jahres noch einiges passieren. Mein persönlicher Tipp, wir werden so zwischen ja, 3 und 5 Euro ankommen. Also das wird schon verdammt geil. Wenn es gut läuft, gehen wir vielleicht sogar auf die 5 Euro hoch. Und das ist dann schon sehr, sehr nett. Wo wird OneCoin in den nächsten 3 Jahren stehen, wenn wir uns das so anschauen? Wenn diese grüne Linie, also diese hellgrüne Linie erreicht wird, dann sind wir in 2, 3 Jahren so auf 70 Euro. Wenn es positiv weiterläuft, dann könnten wir locker in den nächsten 3 Jahren die 100 Euro Coinpreis knacken. Und was das bedeutet, dazu einfach nochmal kurz die Folie, wo man sieht, was passiert. Wenn wir nämlich nur auf 50 Euro Coinwert kommen in den nächsten 3 Jahren, dann wäre das bei einer Investition von einem Tycoon-Paket knapp 1,8 Bälle. Gut. Jetzt zeige ich euch noch kurz mein Backoffice. Das heißt, jeder bekommt ja von euch ein fix und fertiges Büro im Internet mit dem Zugang zur Börse und so weiter mit eingeschlossen. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Und wie ihr das aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Ab jetzt müsste man den sehen. Ich hoffe, dass die Leute, die per Mobilgerät drin sind, auch das Ganze sehen können. Schauen wir mal direkt drauf. Wie wir jetzt hier sehen, aktuell registriert 600.315 Personen. Ich werde mich jetzt mal einloggen in mein Office, ich euch das zeige. Ganze sieht so aus. Hier sieht man dieses Dashboard, also alles sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Ich gehe jetzt gleich mal noch kurz drauf ein, weil das wollte ich euch vorher eh noch sagen. Wie man hier sieht, ich besitze aktuell 5.831 dieser OneCoins. Und jetzt kommt das Lustige: Vor 4 oder 5 Tagen war ein OneCoin noch 1,95 wert. Das heißt, meine OneCoins hatten vor ein paar Tagen einen Wert von 11.370 Euro. Jetzt kam ja die Wertsteigerung auf 2,45 Euro, und wenn ich das jetzt mal 2,45 Euro nehme, wurden aus 11.300 Euro 14.285 Euro alleine nur durch das Angebot und Nachfrage. Ja, durch diese Steigerung habe ich jetzt diesen Wert hier erlangt. Und das ist Trading. Dafür habe ich gar nichts getan. Ja, das ist einfach nur der Trading-Wert. Wenn ich quasi früh investiere und das Ganze quasi durch Nachfrage entsteht, dann ja, habe ich hier ein nettes Sümmchen gemacht. Network-Provision sieht man bei mir hier unten. Diese Woche waren es leider Gottes nur knapp 1.000 Euro. Normalerweise ist das bei mir ein bisschen mehr, also so immer zwischen 1,5 und ja, 2,5 bis 3.000 Euro pro Woche, wo ich jetzt mittlerweile liege. Ja,
Wie man sieht, sind es jetzt bei mir auch den Total Bonus Earned, also was ich jetzt in der Zeit gemacht habe, knapp 18,1 Tausend Euro. Ich würde meinen offiziellen Start vor knapp 1,5 Monaten deklarieren. Dort habe ich Gas gegeben oder angefangen Gas zu geben. Das ist vom Netzwerk her auch, also wie schnell, unfassbar schnell dieses Netzwerk hier wächst. Man sieht hier, ich habe jetzt schon 432 aktive Partner in meinem Netzwerk, die sich ein Schulungspaket gekauft haben. Hier sieht man die Umsätze, die jede Woche reinkommen. Also das ist schon sehr, sehr nett. Dann zeige ich euch noch kurz die Börse, wie diese Börse aussieht und die Blockchain-Technologie, dass man auch sieht, dass das Ganze mit rechten Dingen zugeht. Finde ich auch eine sehr, sehr geile Aktion von OneCoin. OneCoin lässt sich von Semper Fortis, also das ist eines der erfolgreichsten Wirtschaftsprüferunternehmen der Welt, einmal pro Monat freiwillig überprüfen, ob die Zahlen, die sie da auch angeben, korrekt sind, ob das alles stimmt. Und ja, klar, es stimmt. Und diese Blockchain-Technologie, die man hier sieht, also die diese Coins hier auch berechnet, das ist Mathematik. Ja, und die kann man nicht bestechen, die kann man nicht belügen. 1 + 1 ist 2, da kannst du machen, was du willst. Ob du in China wohnst, in Deutschland wohnst, das ist eben so. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, das Ganze ist perfekt kalkuliert und sehr, sehr genial gemacht. So, Trading kann man noch schnell reinschauen. So sieht die Börse aus. Dort habe ich die Möglichkeit zu handeln. Hier sieht man die unfassbare Wertsteigerung von ja, knapp 1,95 auf 2,45 €. Also das ist wirklich echt, echt heftig. Habe ich mich auch sehr gefreut, als das Ganze passiert ist. Kurzer Ausblick noch auf die Zahlen, die wir momentan haben. Ja, weltweit 600.000 Partner. Nummer 1 Land China mit ja, 343.000 registrierten Personen. Gefolgt vom Vietnam. Wieder asiatisches Land. Asien, Asien, Asien. Dann kommt Schweden. Schweden und Finnland sind sehr, sehr präsent, weil einige Top-Earner aus der MLM-Branche dort schon hingegangen sind. Aktuell auf Top 5 der Weltrangliste im MLM-Income ist der Juha Pahjala. Der liegt bei über 625.000 Euro im Monat gerade und führt somit dann dort das Feld an. Deutschland ist immer weiter steigend, aber trotzdem absolut lächerliche Zahl mit knapp 8.131 registrierten Leuten. In Deutschland 500 knapp davon alleine in meinem Team und das ist schon sehr, sehr, sehr genial. Gut, so viel dazu. Ab sofort sind wir jetzt grundlegend durch. Ich wiederhole alles nochmal ganz kurz in einem Satz. Such dir ein Schulungspaket aus, warte auf einen Split, nimm einfach die Wertsteigerung mit, beziehungsweise nutze die Coins als zukünftige Zahlungsmethode im Internet und stelle dir jetzt quasi früh dein eigenes Geld her. Wenn du redefreudig bist und so denkst, hey, das Ganze ergibt für mich Sinn, ich würde gerne anderen Leuten davon erzählen, trust me, you will do it anyway, du wirst es sowieso tun. Also dann kannst du dann auch nebenher noch ein paar ganz nette, im Schwäbischen sagt man, Kreuzerle mitnehmen, ja? Soll ich nochmal meinen Bildschirm zeigen? Weiß nicht, ob man meinen Bildschirm wieder sieht. Abbrechen. Bildschirm. Hört man mich noch? Ich weiß nicht, mich hat es irgendwie rausgehauen, glaube ich, gerade. Sehen, nein, hören, gut. Okay, alles klar. Gut, nee, dann versuche ich es nochmal. Bildschirmfreigabe. Connection Problem. Okay, gut. Irgendwie habe ich Connection Problem beim Screensharing. Das wird nichts mit dem Network-Baum zeigen. Aber ab sofort sind wir grundlegend durch. Ab jetzt.